Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, nämlich zu Horsehaven World Adventures. Ich wollte das Spiel schon länger mal spielen, jetzt ergab sich die Gelegenheit, denn vor kurzem, Ende Februar, gab es ein Update, da wurde die Grafik auch nochmal überarbeitet und es kam auch irgendwie ein Dressur-Event oder sowas ins Spiel. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist, aber ich dachte, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen. Falls du Tipps und Hinweise für mich hast, darfst du sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich sehr darüber. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt ins Tutorial. Grüß dich! Ich habe gerade einen Brief von Tante Carol erhalten und bin sofort hergekommen. Ich bin froh, dass du hier bist. Der Wiederaufbau einer so großen Ranch ist eine große Herausforderung, aber keine Sorge, ich werde dir helfen. Hi, und wer bist du überhaupt? Ich glaube, ihren Namen hat sie uns gar nicht verraten. Rate mal, was Tante Carol dir hier gelassen hat. Ein süßes Fohlen. Beginnen wir damit, es zu füttern. Okay, unbekannte Frau. Machen wir mal, was du uns sagst. Oh, es ist knuffig. So, dann füttern wir dich mal. Fohlen lieben Pferdefutter. Tippe und ziehe das Futter in die Futterkrippe. Naja, gut, welches Pferd liebt kein Pferdefutter? Gut, es gibt natürlich unterschiedliches Futter. Aber, ja. Ach, das ist ja süß mit den Punkten hier hinten drauf. Weiter. Oh, jetzt freut es sich. Ach, ist das süß. Ui, oh, okay, das ging jetzt schnell. Aber sehr hübsch. Die Grafik ist wirklich hübsch. Okay, Stufe 5. Mhm. Ruby. Aber war das nicht gerade eben ein Hengst? Oder habe ich das gerade falsch mitgekriegt? Bist du eine Stute? Kann ich das hier... Na, ich kann jetzt wahrscheinlich hier nicht drauf gehen, ne? Okay, also egal. Du heißt auf jeden Fall Ruby. Hübsches Pferd. Gefällt mir gut. Okay, ich bin jetzt Stufe 2, nehme ich an. Mhm. Okay. Glückwunsch, dieses Pferd ist ausgewachsen. Mit ihm kannst du nun neue Fohlen heranzüchten. Bauen wir einen Paarungsstall, um das zu gewährleisten. Okay. Ja, hier runterziehen. Oh, ja, ich stelle den jetzt einfach mal hier so hin. Okay. Du hast den Paarungsstall freigeschalten. Jawohl. Mhm. Oh ne, Ruby ist tatsächlich eine Stute. Gut. Sieh mal, ich habe hier bereits ein empfohlenes Paar für dich. Wenn du Erfahrung gesammelt hast, kannst du deine eigene Rezeptur ausprobieren. Okay. Kadin. Okay, Ruby und Kadin. Na dann, hoffen wir mal, dass was Gutes dabei rauskommt. Tippe auf Spielen, um zu beginnen. Mhm. Das bekomme ich hin. Okay, ich hoffe, das heißt jetzt was Gutes. Oh, Besonderheit. Schau, es ist ein Mustang, eine neue Rasse. Aber wahrscheinlich kriegt es jeder am Anfang, nehme ich mal an. Okay, aber cool, trotzdem. Hallo, ich habe hier etwas für dich. Du, oh, okay, so schnell konnte ich jetzt irgendwie nicht lesen. Oh, Diamanten, okay. Wahrscheinlich muss ich die jetzt einsetzen, oder? Ich kann jetzt nicht warten, bis das abgelaufen ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es in Spielen direkt so angezeigt wird, dann bleibt das hier einfach stehen und geht dann nicht weiter. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal drauf. So. Ach, das ist ein Hengst. Schau, dein Fohlen ist da. Sorgen wir dafür, dass es sich wie zu Hause fühlt. Ja, okay. Ach, Kadin gehört mir auch. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Freischalten. Ja. Okay. Shadow. Ach ja, wisst ihr was? Wir lassen den Namen jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das... Obwohl, ich könnte... Aber ich finde, gerade weil er so hell ist, passt das irgendwie sehr gut. Das ist so ein Gegensatz. Wir lassen Shadow. Irgendwie gefällt mir das. Jetzt kümmere dich weiter gut um deine Pferde und füttere sie ordentlich, damit sie wachsen. Ja, das bekomme ich hin, glaube ich.
Oh, eine neue Aufgabe. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie das Fohlen aussehen wird, wenn es ausgewachsen ist. Gehen wir Schritt für Schritt vor. Besitze ein Mustangpferd der Stufe 5. Ja, okay. Das heißt jetzt wahrscheinlich, ich soll es füttern, bis es Stufe 5 ist, nehme ich mal an. Ja. Ah, oh, du bist aber ein süßer, knuffiger kleiner Shadow. Aber irgendwie, wie gesagt, ich finde den Namen passend, auch wenn es eigentlich hell ist. Aber Schatten sind ja eigentlich auch nicht immer komplett schwarz. Man assoziiert das immer damit. Aber eigentlich sind Schatten ja eher so leicht gräulich, wenn man es mal genau nimmt. Oder durchsichtig. Okay. Ich möchte so gern warten. Ich möchte eigentlich keine Diamanten benutzen. Ah, oh. Hä? Okay. Vielleicht hätte ich vorhin auch einfach warten können. Vielleicht muss ich die Diamanten doch nicht benutzen. Find mal noch raus. Weiter. Ah, ich glaube, jetzt wird er wachsen. Oh ja. Oh. Sehr schön. Oh, das sieht aber richtig gut aus. Hübsches Pferd. Gefällt mir gut. Aber wahrscheinlich sind die Pferde jetzt am Anfang natürlich nicht gerade die besten. Aber oh mein Gott, das sieht ja richtig gut aus. Okay, dann haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Anfordern, was sind denn diese rosa Sternchen? Okay. Okay, jetzt haben wir ein Ackerfeld und ich. Oh, ups, jetzt habe ich es weggeklickt. Hey, lass mich dir Nani vorstellen. Sie ist eine gute Freundin von Tante Carol und eine echte Zuchtmeisterin. Okay. Hallo Nani. Ich werde Ihnen weiterhelfen, neue Pferderassen vorst. Was? Ich werde Ihnen weiterhin neue Pferderassen vorstellen. Folgen Sie einfach meinem Beispiel. Okay. Nun wollen wir diese Quest sehen. Wenn Sie jetzt Mustang und Appaloosa haben, werden Sie sehen, dass Kanadier, oh Gott, Entschuldigung, ich kann nicht mehr reden, im Zuchtbetrieb empfohlen wird. Okay. Oh, wir legen hier aber direkt los. Also Ruby und Shadow, aber ist das nicht in Zucht? Also auch bei Pferden, wenn die Mama mit dem Sohn. Ist sie nicht wunderschön? Ja, das ist sie. Also ich finde, Ruby ist ein richtig schönes Pferd, aber Shadow gefällt mir auch sehr gut. Vor der Zucht kannst du die Möglichkeit erhöhen, das Fohlen zu erhalten, was du dir wünschst. Okay. Aber mit Diamanten, so wie es aussieht. Ah, jetzt habe ich wieder Diamanten bekommen. Und ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich soll ich da jetzt drauf drücken. Aber 10% ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel. Aber gut. Wir sollen es machen. Wir machen es. Da läuft ja leider kein Timer ab. Da kann ich auch nicht warten. Also hoffen wir mal, dass jetzt ein Canadian rauskommt. Oder ein Kanadier. Kanadier. Gott, ich kann nicht reden. Oh Mann, Entschuldigung. So, das gibt jetzt wieder Diamanten. Hoffe ich. Ja, es gibt wieder Diamanten. Und wir haben einen Canadian bekommen. Ich sage jetzt einfach Canadian und nicht Kanadier. Ich warte jetzt mal kurz. Im Zweifel schneide ich euch das raus, dass ihr nicht mitwarten müsst. Und dann sehen wir ja gleich, ob ich das jetzt hier benutzen muss oder ob nicht. So, jetzt sehen wir es gleich. 5 Sekunden noch. Bin ich gespannt. Oh, ich muss es tatsächlich nicht benutzen. Dann kann ich die Diamanten ja sparen. Oh, sehr gut. Okay, also ich cutte euch das immer dann raus, wenn ich da mit irgendwas warte. Falls ich warte. Okay, und wie heißt du? Du bist auch ein Hengst. Angel. Ja, passt jetzt für ein. Ich finde, Angel passt für ein. Also es passt schon auch für ein. Es ist ein neutraler Name. Okay, komm, wir lassen es. Wir lassen die Namen so gut es geht, sofern sie einigermaßen passend sind.
Es sei denn, ihr wollt, dass ich Namen von euch reinschreibe, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Dann werde ich da vielleicht auch Pferde nach euch benennen oder nach euren Vorschlägen. Wir haben noch ein anderes Feld freigeschaltet, so wie es aussieht. Okay. So, alles läuft super. Denke daran, deine Pferde regelmäßig zu füttern und Zeit mit ihnen zu verbringen. Ja, ich würde ja gerne, ich darf ja nie. Besitze ein Canadian-Pferd der Stufe 5. Okay. Ich kann ja nicht einfach so jetzt füttern und mich kümmern. Ich muss ja nach deiner Anweisung hier vorgehen. Okay. Also das heißt, ich habe jetzt schon 3 verschiedene Pferderassen. Habe ich das richtig verstanden? Okay, Stufenaufstieg. Jetzt muss man wieder warten. Mit Füttern wahrscheinlich, genau. Aber das sind nur ein paar Sekunden. Es scheint, dass das Fohlen Mais braucht. Lass mich dir zeigen, wie man pflanzt. Okay. Ah, okay, dann muss ich gar nicht auf das Füttern warten. Pferde lieben Getreide. Lass uns zunächst ein Feld anlegen. Ja. Hier wahrscheinlich, genau. Hier vorne. Okay. Mhm. Sehr gut. Ach ja, und jetzt einfach draufziehen. Das ist nicht so schwierig. Es wird eine Weile dauern, bis der Mais wächst. Keine Sorge, lass uns Spaß haben. Jack weiß, wohin er gehen muss. Okay, wer ist Jack? Hallo, ich bin Jack vom Nachbarhof. Willst du beim Jagdrennen mitmachen? Ich zeige dir, wie es geht. Okay, alles klar, Jack. Jagdrennen bieten Münzen und andere Preise, wenn dein Pferd außerordentlich gut abschneidet. Okay. Ja gut, dann. Dann gehen wir nach Mexiko. Okay, wir sollen Kadin nehmen. Start. Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt. Tippe zum Springen. Ja, das kriege ich, glaube ich, hin. Halte, um höher zu springen. Okay, das kriege ich, glaube ich, auch noch hin. Hoffe ich. Beginnen wir das Spiel. Ja. Du erhältst eine Gebühr für den öffentlichen Auftritt im Jagdrennen. Okay. Na, dann bin ich immer gespannt, ob ich das hinbekomme. Oder passiert ja gar nichts. Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt bin ich drüber gesprungen. Egal. Oh. Da war ein Hindernis. Okay, ich muss gar nicht so häufig springen, so wie es aussieht. Ich muss wahrscheinlich mehr auf die Hindernisse achten. Wow. So wie eben. Und ich schätze mal, je weiter man kommt, desto höher werden die Hindernisse. Oh, jetzt habe ich... Die Herzchen füllen immer wieder diese Ausdauer ein bisschen auf. Okay. Also ich verstehe das mit dem Einsammeln noch nicht so ganz. Huch. Okay. Manchmal sammelt es die Münzen irgendwie nicht ein. Auch wenn man wohl auf der richtigen Höhe ist. Aber gut, das ist ja egal. Auftrittsbelohnung. Okay, also ich kriege jetzt Geld, nehme ich an. Wöchentliche Rangliste. Okay. Schön gelaufen. Es werden immer mehr interessante Orte zu besuchen sein. Ich werde da sein, um dich zu führen. Laufe einmal im Jagdrennen von Mexiko. Okay, das haben wir gemacht. Oh, Stufenaufstieg. Yay. Was lassen Sie uns die Hühneraugen
überprüfen. Sie sollten jetzt bereit sein. Hühneraugen? Ich nehme an, ja, ich hätte das jetzt wenn schon als Hühnerfutter bezeichnet. Aber gut. Alles läuft super. Denke daran, deine Pferde regelmäßig zu füttern. Ja, und Zeit zu verbringen. Ja, möchte ich ja. Lass mich einfach. So, füttern. Da brauche ich gar nicht warten, bis mir das angezeigt wird. Das kriege ich, glaube ich, auch so noch hin. Na? Ja. Das ist so knuffig. Und schwupp. Hui. Hübsch, hübsch. Also mir gefallen die Pferde echt gut. Okay. Okay, bin ich jetzt durchs Tutorial durch? Okay, sieht so aus. Dann sammeln wir das mal kurz noch ein. Dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge und ich schaue mal, ob ich meinen Account irgendwie mit Facebook verknüpfen kann, weil ich weiß, dass man es mit Facebook im Endeffekt verknüpfen muss, um sich mit seinen Freunden treffen zu können, beziehungsweise um sich gegenseitig helfen zu können. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und einen Kommentar da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen, ciao, ciao und bye, bye. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge.